Liebe Zuschauende, der Feigenbaum, der 3 Jahre lang keine Früchte getragen hat, bekommt noch eine letzte Chance. Der Boden soll gelockert werden in der Hoffnung, dass der Baum im kommenden Jahr vielleicht doch Früchte trägt. Wenn nicht, will der Weinbergbesitzer ihn endgültig umhauen. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor aus Ihrem Garten. Ich habe gerade eine neue berufliche Aufgabe übernommen, die mich momentan etwas verzweifeln lässt durch ihre Vielfalt und ich sehe bildlich gesprochen kein Land. Dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium löst bei mir aber die Hoffnung aus, dass Gott mir selbst dann einen Neuanfang ermöglicht, wenn ich den Eindruck habe, bei mir sei Hopfen und Malz verloren. Auch was die Beziehung zu meinen Mitmenschen angeht, macht mir dieses Gleichnis Mut. Da gibt es diese eigensinnige Person, die meine Versuche für eine konstruktive Zusammenarbeit immer wieder zunichte macht. Da darf ich mir selbst zusprechen, hab Geduld und schreib diesen Menschen noch nicht ab. Ich werde mich daher weiter um Sachlichkeit und Respekt bemühen, auch wenn vorerst nichts zu mir zurückkommt. Irgendwann aber wird meine Investition vielleicht Früchte tragen. Und ja, ich gebe noch eine Chance, obwohl es nicht mehr als dieses vielleicht gibt. Dieses Risiko geht Gott schließlich auch mit uns ein. Er liebt uns, ohne die Sicherheit zu haben, dass wir ihn zurücklieben. Bleiben Sie behütet.